Hust, wa? Gelobt sei unsere lächelnde Dame, er lebt. So, kannst du mich hören? Warte, ich, was ist passiert? Oh, mein lieber Junge, du hast solchen Ärger am Hals. Was um Himmels Willen hast du dir dabei gedacht, dir hier den einen Tempel von Amberley herumzutreiben? Steht mir bei, wenn es dich nicht sofort töten würde, würde ich dich jetzt übers Knie legen und ordentlich verdreschen. Was aber, es war nicht meine Schuld. Oh nein, das wirst du nicht tun. Wenn du so hohe Risiken eingehen willst, sorge besser dafür, dass du selbst die Verantwortung übernimmst. Die Göttin des Glücks und des Abenteuers heißt solch unverdientes Glück und höre ich die Risiken nicht gut. Ich schwöre, wenn deine Mutter noch lebte und das hören könnte, sie würde auf der Stelle tot umfallen. Da müsste ich ja auch sie noch wieder auferwecken. Hast du die leiseste Ahnung, wie viel Energie dieser Zauberspruch von einer Person verlangt? Aber es tut mir leid. Kein weiteres Wort mehr, junger Mann. Du gehst jetzt in dein Zimmer und wir werden sehen, ob ich dich da wieder herauslasse, bevor du das reife Alter von 24 erreicht hast. Los, Marsch. Aber ich bin wahr. Okay. Ein vergeudetes Leben steht auf dem Spiel. Ich habe euer Geld hier. Es wird eine Weile dauern, bevor Kassan und ich wieder rausgehen können. Es ist gut, ihn wieder unter den Lebenden begrüßen zu können. Aber ein bisschen Schadenfreude kann ich mir nicht verkneifen. Für den Ärger, den er sich für unser Vorgehen eingehandelt hat. Ihr werdet gemerkt haben, dass ich mich nicht gesetzt habe, seitdem ihr mich kennengelernt habt. Manchmal lacht unsere lächelnde Dame laut heiß. Wendet euch an uns, wenn ihr in Zukunft Hilfe braucht. Viele Anhänger Timoras werden euch jetzt mit Wohlwollen betrachten. Auf Wiedersehen. Ein Langschild. Fallende Sterne. Okay. Also das ist ein mittleres Schild plus eins und das ist ein Langschild. Plus 1 und zusätzlich gegen Geschosse. Das ist natürlich ziemlich nice für Kegane. Wie kann ich helfen? Tremaine war hoch erfreut, dass wir Kassan rechtzeitig aus dem Tempel von Amberley geborgen hatten, um ihn wiederzubeleben. Anschließend verprügelte er ihn für seine Dummheit. Aber natürlich, Schätzchen. So, dann kriegen wir noch eine Halskette. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Forgive me, but I have meditations to attend to. Ich suche dringend ein Buch, das als Buch der Weisheit bekannt ist. Ich würde alles tun, wenn ihr es mir nur geben könntet. Das Buch der Weisheit ist ein höchst heiliges Buch. Warum sollte ich es euch jemandem wie euch geben? Ihr müsst mir vertrauen. Meine Freunde und ich müssen sterben, wenn wir das Buch nicht auftreiben können. Bitte, wollt doch nicht unseren Tod auf dem Gewissen haben, oder? Bitte scheint echt. Wenn wirklich euer Leben von dem Buch abhängt, dann sollt ihr es haben. So, der Leitfaden macht plus 1 Weisheit permanent. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das wäre die eine Weisheit, die wir dann im zweiten Teil opfern könnten. Wo will ich eigentlich gerade hin? Der nächste Ausweg ist ja hier oben. Dann reisen wir jetzt erstmal hier hin. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Geschäft. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, das war nur die Nekromantin, okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier war einfach ein Laden. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Ich werde mich im Handumdrehen, wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen, wie ihr wünscht. Jetzt muss ich echt herausfinden, wo der gewohnt hat. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Zur funkelnden Klinge. Hatten wir eine Quest hier? Du bist im Elfgesang. Da muss ich zum feiernden Stör. Die muss ich festlich vom Marktplatz. Sieben Sonnen, ja. Also nee, da war ja der Typ. Okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Da ist auch noch ein Wirtshaus und Taverne. Ah, da ist eure. Wir sollen nicht mit Fremden reden. Hey, was wollt ihr? Ich hab doch gar nichts getan. Herr, was habt ihr da für ein Amulett? Darum hatte ich wohl meine Mutter gebeten. Was also gut, also gut. Sieht zwar dämlich aus, aber ich werde es tragen. Sagt meiner Mutter, dass ich sie vermisse, aber ich komme nicht zurück. Sagt ihr, dass ich in Sicherheit bin. Wiedersehen. Okay, das war der Beschützer, den ich umhatte. Dann nehmen wir einfach den Beschützer mal wieder. Eurig akzeptierte dann dieses Amulett, aber ja. Aber richtig glücklich schien er darüber nicht zu sein. Er bat mich darum, ihr zurückzukehren und ihr auszurichten, dass er sie vermisst. Ja, jetzt muss ich Nadine wiederfinden. Grüßt mir bitte meine Mutter, ja? Mir geht's zwar noch nicht ganz gut, aber ihr könnt ja ausrichten, dass ich wahrscheinlich bald nach Hause komme. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Jetzt gehe ich erstmal in die leuchtende Laterne. Ja, die leuchtende Laterne. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das ist einfach ein schwimmendes Casino. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, du siehst so aus, als hättest du ein Kit. Womit kann ich dienen? Willkommen in der leuchtenden Laterne, Freunde. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Probiert unser Essen, es wird euch schmecken. Nicht einmal als Leiche möchte ich an einen solchen Ort kommen. Das könnt ihr glauben. Tod und Verderbnis dem Narren, der sich heute meinem Vergnügen in den Weg stellen will.
Ein ausgezeichneter Vorschlag. Hier scheint ja ganz schön was los zu sein. In der Tat, unsere Gäste kommen aus allen Berufen. Ich glaube kaum, dass ihr irgendwo anders so viele unterschiedliche Leute finden werdet, die friedlich in einem Raum versammelt sind. Natürlich gibt es auch bei uns Stänkerer, aber wir sind darauf vorbereitet, bei etwaigen Problemen sofort einzugreifen. Ich wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt. Warte mal, gibt es noch einen Weg weiter nach unten? Nicht wirklich. Sehe ich jedenfalls nicht. Ah, doch, hier. Ihr braucht nur zu fragen. Euer Leben bedeutet mir gar nichts. Euer Leben bedeutet mir gar nichts. Ihr seid doch zu einem bestimmten Zweck hier, oder? Ich verrate euch was. Es gibt keinen Zweck, nur Entropie. Wunderbare sinnliche Entropie. Meine Schwester und ich kennen Entropie besser als die meisten. Vielleicht dürfen wir euch einige der Folgen zeigen. Wie heißt ihr, gute Frau? Was ist dieses Entropiezeug, von dem ihr da redet? Ich bin Destra. Sie heißt Vaya. Wir sind eins mit Leere. Wir wissen, dass Leben keine Bedeutung hat. Lasst uns euch entropische Freude zeigen. Die eisige Berührung würde euch entzücken. Ah, seht, ich muss jetzt wirklich gehen. Also macht ihr beide einfach mit dem weiter, was ihr gerade tut. Ja, zeigt mir diese Freude, von der ihr redet. Ich bin sicher, es könnte recht interessant sein. Besonders, wenn ihr sie mir in eurem Schlafzimmer zeigt, wo wir ungestört sind. Kein Grund, ins Schlafzimmer zu gehen. Wir können es euch hier zeigen. Nicht viele sind bereit, die große Leere zu sehen. Sie haben Angst. Aber wovor sollen sie Angst haben? Leben ist leer. Besser, es bald zu beenden, als das Leid zu ertragen. Oh, hi. Okay, die wollen uns einfach nur auf den Sack gehen. Die wollen uns sehr auf den Sack gehen, habe ich das Gefühl. Ja? Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, was haben die? Handschuhe, Schwertchen. Schon wieder ein Zauberstab, Fluchbannen, Geld. Stab des Feuers. Hey, sehen. Oh, Ogerkrafthandschuhe, sehr schön. So. Was haben wir noch? Langschwert 1. Dolch 1. Oh Mann, wie lange wollen die zwei noch rumrennen? Olaf sah. Worum geht es diesmal? Irgendwas nicht in Ordnung. Ja, mit Vergnügen. So, okay. Ab in den Beutel. Jetzt haben wir nochmal so einen Stab. Ich glaube, wir können bald mal Stäbe verkaufen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr super, wünscht. Kurtisanen, Strohbetten. Noch mehr Kurtisanen. So, das ist der Typ, der das Baby entführt hat. Ich höre zu.
Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr kann dort ich helfen, mal in die Ecke. Ihr benötigt etwas, Fremde? Was sind die neuen Höllen? Was sind die neuen Höllennamen habt ihr hier in meinem Zimmer verloren? Wir kommen wegen des Fluchs, mit dem ihr Baras Tochter belegt habt. Wir möchten den Gegenzauber erfahren. Wir sind hier, um eurem erbärmlichen Leben ein Ende zu begleiten. Wir sind Mitglieder der Farbenden Faust. Wir wurden beauftragt, deine Zauberbücher in der Stadt zu konfiszieren. Ihr braucht euch nicht zu sorgen, ihr bekommt es in ein paar Tagen zurück. Entschuldigt die Störung, ich mach mich auf den Weg. Nehmen wir mal die drei. Mich legt ihr nicht herein, Alpha als Pinsel.